Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet zu meinem neuesten Video. Ja, heute habe ich wieder mal für euch was von Sassy Girl Aroma. Und zwar nicht ein Haul, nein, sondern gerade drei. Ja, ich habe entschieden, ich zeige euch gerade meine letzten drei Bestellungen, die ich bei ihr gemacht habe. Die sind alle noch aus dem 2015. Ich glaube, die letzte ist wirklich schon von Ende Oktober und seit da bin ich brav gewesen und habe nicht mehr bei ihr bestellt, einfach weil ich von ihr schon so viel Wachs habe. Aber nach wie vor bin ich riesen Fan von ihrem Wachs und ja, ist immer noch einer von meinen Lieblingsshops aus den USA. Gut, ich würde sagen, ich lege gerade los. Ich werde auch recht zügig vorwärts machen, einfach weil es doch ja, einiges ist und ja, ihr werdet ja dann in meinem Dufti Monatsrückblick dann ein bisschen genauere Review bekommen. Gut, ich lege los wie immer mit den Goodies. Da habe ich 4 Cent-Shots bekommen. Der erste in der Duftrichtung Tropical Paradise. Ja, das ist ein sehr kokosnusslastiger Duft. Ich glaube, es hat auch noch ein bisschen Mandel drin, denn so was Cremiges, so, ja. So in die Cocktail-Richtung, würde ich sagen. Ich bin ja nicht so Fan von so tropischen Cocktail-Düften, darum kommt der weg. Der nächste wird auch weggehen, und zwar ist da der Duft Jungle. Das ist ein Lush Dupe. Das Original kenne ich allerdings nicht. Ja. Und der ist nicht für mich, weil der schmeckt so ein bisschen grünlich, finde ich. Ein bisschen männlich, also geht in so eine recht herbst Aftershave. Richtig rein. Und ja, also ist mir zu männlich, zu penetrant. Ja, nichts für mich. Dann habe ich einen Sandshot bekommen in der Duftrichtung Coconut Caramel. Der schmeckt in kalt erstaunlich fein. Ich schmecke allerdings nicht so stark die Kokosnuss, sondern eher ein bisschen so was Milchiges, Karamelliges, wie so eine Kaubonbon. Aber ja, ich werde trotzdem weggehen, weil ich annehme, dass in warm den Kokosnuss doch noch mehr durchkommt. Und der letzte Goodie, den ich bekommen habe, ist der Duft Vanilla. Und der schmeckt in kalt nur sehr dezent, aber fein. Ja, das ist so ein bisschen eine leichte, milchige, vanillige Note. Lecker. Aber weil ich ja eh genug Wachs habe, werde ich den auch weggeben. So, dann legen wir los mit meiner Bestellung. Und da zeige ich euch zuerst Scoopables, die ich gekauft habe. Ja, ich bin ja eigentlich nicht Fan von so löffelbarem Wachs, aber sie hätten die eben neu angeboten. Und es hat ein paar schöne Blends gegeben. Darum, ja, bin ich doch schwach geworden und habe mir 3 Stück bestellt. Der erste so in Pink und das ist Duftrichtung Pink Spearmint Noël. Also Pink Sugar mit Spearmint und Vanilla Bean Noël. Und der Duft ist ein Träumchen. Ich, ja, momentan fahre ich ja voll auf so Minzduft ab. Und er schmeckt einfach wunderbar. Auf den freue ich mich schon mega. Denn auch in Pink ist der nächste Duft und das ist Strawberry Fields. Auch der schmeckt ganz lecker und das ist, wenn ich mich nicht täusche, eine Mischung aus Erdbeere und Moschus. Und man nimmt wirklich beides gut wahr. Obwohl der Moschusanteil recht hoch ist, hat es auch noch so eine cremige Note dabei. Und ich finde ihn mega lecker. Ich hoffe sehr, dass ich den in warm verträge. Ja, und beim letzten Duft, da habe ich mich leider vertue. Ich habe einfach was Falsches gelesen. Und zwar ist das der Duft Clean Breeze, wo ich Ocean Breeze gelesen habe. Habe es aber dann gemerkt, sobald ich daran geschnüffelt habe, dass da was nicht ganz stimmt. Aber ich muss sagen, der Duft hat mich mega überrascht, weil ich finde ihn noch sehr fein. Und ja, mal was anderes. Und ja, ich bin echt überrascht gewesen, als ich die Duftzusammenstellung gelesen habe. Weil Clean Breeze ist eine Mischung aus
Pfirsich, Wassermelone, Neroli, Jasmin auf einem Bett von aquatischen Noten und Moschus. Ich würde das so nie erkennen. Und Wassermelone mag ich eigentlich nicht so. Pfirsichduft je nachdem. Neroli mag ich gar nicht. Aber schlussendlich ist das wirklich ein wunderschöner, pudriger, eher floraler Duft, würde ich sagen. Er hat aber auch was von einem Weichspüler und so etwas was Spamessigs. Ja. Also die Früchte schmecke ich da ehrlich gesagt nicht raus. Aber es ist so ein klarer, wirklich weicher Duft. Also mega, mega schön. Ich werde ihn garantiert uni probieren, aber ich kann mir den auch super vorstellen, zum Beispiel in Kombi mit Pink Sugar. So, dann zeige ich euch ein Teil, wo man gekauft hat, wo ein bisschen grösser ist. Ja, wahrscheinlich wisst ihr da, um was es sich handelt. Ich habe wieder ein Loaf gekauft, ja. Von ihr habe ich schon einige. Das sind recht grosse Brücken, aber eben, also 99% von ihren Düften liebe ich. Und ja, wenn ihr jetzt die Duftkombi seht, wisst ihr da, wieso ich es vielleicht gekauft habe. Und zwar ist eine Mischung aus Strawberry, Raspberry, Guava, Pomegranate und Blonde Moment. Also, Strawberry, Raspberry, Guava und Blonde Moment gehören zu meinen Lieblingsdüften. Granatäpfel mag ich nicht so, aber eben, weil die anderen zwei Düfte meistens sehr dominant sind, habe ich gedacht, ja, dann wird man den Granatäpfel nicht viel ausmachen. Und es schmeckt einfach wundervoll. Fruchtig, spritzig, prickelnd von dem Blonde Moment. Also mega, mega lecker und ja. Also bereue ich eindeutig nicht. So, und jetzt kommen alles nur noch Junk Bags. Da haben sie eben das mal nicht rausgenommen, weil es einfach wirklich viel sind. Und ja, die meisten Düfte muss ich glaube nicht beschreiben, weil der Name sagt schon das meiste aus. Da haben wir zum einen den Duft Strawberry Cream Soda gekauft. Mega, mega lecker. Der Cream Soda ist auch so ein bisschen was Spritziges, was Sprudeliges. Gibt dem Fruchtduft noch so einen frischen Kick und mega, mega lecker in kalt. Dann in die ähnliche Ecke geht der nächste Duft. Das ist Pink Fruity Champagne. Da habe ich ja gehofft, dass es in die ähnliche Richtung wie Blonde Moment geht. Und ja, mega, mega lecker. Das ist einfach noch ein bisschen bäriger als Blonde Moment und ein bisschen süßer, aber auch so spritzig und fruchtig. Mega, mega lecker. Dann einer von ihren begehrten Hausblends ist der nächste und der Duft heisst Hello Lover. Der ist meistens schnell weg und der ist auch sehr, sehr lecker. Das ist eine Mischung aus Zuckerrohr, Zitronenschale und Butterkeks, genau. Und der Duft erinnert mich ein bisschen an die Nimm 2 Bombo, die Zitrone, die gelbe. Aber ist noch ein Ticken cremiger. Ja, aber sehr, sehr lecker und sehr intensiv. Also auf den freue ich mich auch schon. Den haben wir ein Bag gekauft in der Duftrichtung Berry Vanilla Fluff Cake und Cotton Candy Frosting. Der ist jetzt im Kalt nicht so intensiv. Ich schmecke was leicht bäriges, cremiges, aber auch lecker. Den habe ich ein Pack gekauft in der Duftrichtung Toasted Cotton Candy Mellow Butter Brickle. Ja, und das ist ein süßer, schwerer, butteriger Duft. Nicht zu schwer, Gott sei Dank. Ja, ich werde ihn garantiert mal probieren, aber bin mir sicher, dass der auch super geeignet ist zum Blenden mit anderen Düften.
Dann habe ich ein Bag gekauft in der Duftrichtung Berry Cotton Candy Cream Soda. Wunderbar, herrlich. Dann habe ich mir ein Bag gekauft in der Duftrichtung Pink Strawberry Passion Noel. Ich weiß leider nicht mehr genau, was der Passion ist. Er duftet mega fein. Ja, sehr, sehr lecker. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen was Blumiges ist. Ich weiß es nicht, aber er duftet mega lecker. Dann habe ich ein Bag gekauft in der Duftrichtung Pink Strawberry Milk. Drei Düfte, die ich absolut liebe. Und es duftet einfach herrlich. So, dann kommen wir zu den letzten drei. Dann habe ich noch ein Bag gekauft in der Duftrichtung Buttercream Latte. Ich mag ja ihren Latte-Duft auch sehr gerne. Also das ist ja ihren Kaffee-Duft. Oh, so lecker. Er geht eher in schwarze Kaffee-Ecke rein. Also eher ein bisschen herb, aber nicht so extrem. Aber die Buttercreme gibt dann eben noch so was Weiches, also mega lecker. So, dann haben wir noch ein Bag gekauft in der Duftrichtung Pink Spearmint Eukalyptus Noel. Also ähnlich wie Scoopable, da einfach noch mit Eukalyptus und auch der ist Träumli. Ich liebe auch Eukalyptus Blends so, so fein. Und der allerletzte Duft, den wir gekauft haben, ist Dunkin' Donuts in My Latte. So lecker. Also wirklich eine grosse Ladung Donut-Teig mit ihrem Kaffee-Blend. Einfach mega, mega fein. So. Und das wäre es also gewesen. Ihr seht, es ist wirklich genug. Da werde ich eine Weile dran haben. Ich glaube, gut. Ich weiß ja nicht, wenn ich das Video hochlade, aber eben, sie hat jetzt demnächst wieder einen Restock. Aber wie gesagt, ich ja, muss die nächsten paar Monate eher ein bisschen zurückschrauben. Aber ja. Meine Lieben, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss zusammen.